Wir haben jetzt drei, sie hat jetzt auch drei. Na ja, gut, okay, es geht ja noch. Und wir haben ja auch die größten Inseln eigentlich erwischt hier oben. Obwohl die hier auch schon sehr groß ist, wo sie jetzt angefangen hat. Immer mit der Ruhe. Man kann doch nicht einfach so drauf losgehen. Nee, ach, Kuno, klar. Du kannst das doch. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Ihr seht schon hier unten, dann können wir wieder graben. Wie viel können wir aufsteigen lassen? Genau, 4 Stück. Super. Ja. Wenn wir denn genug Werkzeuge hätten, ist natürlich die Voraussetzung. Du fährst so, ach, der bringt das. Können wir denn... Ach, wir kriegen dann hochwertiges Ersatzsegel. Na toll, wieder nur so ein Scheiß. Ein paar Werkzeuge oder Geld wäre ganz schön. Gut, Geld haben wir kommt noch genug, aber... Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ich schlage ein. Ich hoffe, ihr findet... Du schlägst ich mit ein, mit diesem Handel bin ich einverstanden. Und schon haben wir wieder 140 Ruhm. Hier oben, haben wir denn da... Da haben wir noch nicht mal Steinmetz geworden, ne. Ich schlage ein. Wo sind denn die schönen Handelsflotten? Mal in 10 Minuten, du hast uns noch gar nichts verkauft. Fast 12, mein lieber Herr. Okay. Den Assassinen, was ist denn das hier eigentlich? Ach, das haben wir ja gewonnen. Das hat er ja gefunden, der Kuno. Den bringen wir jetzt hier runter, da gibt es ein bisschen... Seid ihr an den Kosten? Bisschen Lob. Haben wir hier schon was frei, sehr schön. Aber ich glaube, das bringt uns bis jetzt noch nichts. Hier, den Zoll könnten wir mal kaufen, aber das ist noch nicht so wichtig jetzt. Saatgutgewürze könnten wir theoretisch auch anwenden. Naja, wir kaufen jetzt erstmal nur das, bringen das wieder hier schön hoch. Ah, er ist schon wieder fertig. Holz und Moss, sehr schön. Gut, ob ich jetzt gleich 40 Tonnen... Der Kaiser könnte sich glücklich schätzen, wären all seine Vasallen so rechtschaffen wie ihr. Na gut, hier sind noch, dankeschön, hier sind noch einige Tonnen. Wenn ich jetzt nämlich 40 Tonnen nehme, dann... keine Ausgabe, sie haben nicht genug Waren. Ach so, dann ist wahrscheinlich gerade... Nö, 40 Tonnen und 40 Tonnen. Jetzt... Selbstverständlich. Seht ihr, jetzt haben wir nämlich überhaupt gar keinen Lust mehr. Beginnen. Ah, jetzt habe ich immer wieder zwischengeredet. Ihr habt ein grandioses Gespür dafür, was wir uns wünschen. Und schon haben wir wieder 5. Jetzt müssten wir mal 10 haben. Genau, das geht super schnell. Was wir auch machen können, sehr praktisch, wir können unsere Sachen, die wir anzeigen lassen wollen, hier hochziehen. Das können wir, müssen wir sogar bei jeder Insel einzeln machen. Aber dann haben wir nämlich alles ein bisschen im Blick. Die Leiste ist leider nicht voll, nicht so groß, dass man sie über das ganze Bild ziehen kann. Also hier oben im Bereich, aber trotzdem. So, ich hoffe, du findest auch gleich. Was. Ja, bald ist es soweit. Ich sehe da unten schon etwas glitzern. Wow, okay, hoffentlich ist es keine Friedensbulle. Die bringt uns nämlich gar nichts. Hier haben wir noch 5 Stück, warum bauen wir denn da nichts? Das und das haben wir jetzt schon, wie lange dauert es hier noch? Geduld ist der Schlüssel zur Weisheit. Okay, 54%, sehr schön. Weil der bringt uns immer so ein paar Baupläne. Aber das werde ich euch alles noch erklären, wenn er uns auch was gebracht hat. Unser beider Welten rücken immer näher zusammen. Oh. Der Sultan sandte mich an diesen Ort, um nach dem Rechten zu sehen. Ja, und dann hast du mich getroffen, lieber Großvisier, und jetzt geht's bergauf, hä? Nee, der Großvisier ist schon netter. Den Sultan lernen wir auch noch kennen, wenn wir irgendwann mal eine Sultansmoschee bauen sollten. Aber das, ich hab's auf jeden Fall vor, weil wir ewig Zeit haben. Ob wir hier, ein Kaiserdom gibt's auch, das ist ein Monument, da komme ich ein aber... Ein Mitspieler hat eine orientalische Siedlung gegründet. Okay, Hildegard, da komme ich irgendwann nochmal zu. Ob wir das auf beiden Inseln bauen werden, weiß ich nicht. Das ist schon sehr, ja, da braucht man schon sehr, sehr viele, viele Bürger und Einwohner. Ob wir das auf beiden Inseln schaffen, weiß ich noch nicht. So, dann schauen wir mal ganz kurz hier bei unseren Mitspielern vorbei. Möchtet ihr nicht in den Konvent eintreten? Ach ja, wir können jetzt ein bisschen rumschleimen. 75% ist nicht ganz so viel, machen wir aber. Die Hälfte eures Vermögens für wohltätige Zwecke zu spenden. Das ist wahrlich gottgefällig. Mindestens, Hildegard. Ich kann mich kaum zurückhalten mit meinen Zahlungen. Habt ihr in der euch anvertrauten Sache Neues zu berichten? Beim Bad des Propheten. Ich muss sofort dem Sultan davon berichten. Mach das, lieber Großvisier. Was haben wir jetzt bekommen? So ein schönes Segel. Reduzierte Verlangsamung, 100%. Ganz ehrlich. Wie 30 Ruhm, ehrlich.
Wir fahren jetzt mal ganz kurz da hoch, dann können wir nämlich... Ihr seid hier immer gern gesehen. Entschuldigung. Ach nee, warte, ganz schnell. Nee, egal. Dann können wir nämlich schon mal eine großzügige Geschenksurkunde und nochmal eine ordentliche Geschenksurkunde mitbringen. Damit unser Einfluss im Orient wieder steigen wird. Wisst ihr ja schon aus den letzten Folgen. Du hast das dabei. Sehr schön. Das reicht, glaube ich, immer noch nicht für beide. Aber zumindest die Eisenschmelze sollten wir damit bauen können. Genau, wir brauchen also 10. Zack, kommt ihr hier hin. Wunderbar. So sieht das gute Stück aus, unsere Eisenschmelze. Brauche eben, wie gesagt, Kohle. Nicht mehr Holz, wie in den anderen Teilen, sondern Kohle und Eisenerz. So, unser Schiff, das kann eigentlich jetzt wieder hier runter. Wir brauchen ja eh, für die Gewürze brauchen wir ja 2 Inseln. Ne? Wir haben ja 2 Hauptinseln, die unsere Gewürze brauchen. Deshalb möchte ich auch auf 2 verschiedenen Inseln Gewürze anbauen. Ich glaube, die hier unten würde sich dann sehr, sehr eignen doch. Auch wenn sie jetzt nicht so riesig ist, ist ja egal. Und ja, wo noch ist ja das ist die große Frage, das weiß ich nicht. Das Schiff hier, weißt du was, du hast eh nichts zu tun. Mit den Geschenksurkunden können wir auch nachher machen. Schau dich mal ein bisschen im Orient um. Ah, du hast 10 Stück dabei, sehr gut. Hier haben wir ja schon 20 von den Steinen, warum auch immer. Gut, naja, unsere Steinproduktion startet hier ab jetzt. Yes. Und Eisen. Wo wollten wir das machen? Haben wir noch gar nicht geschaut, ne? 2 Eisen haben wir hier und da und dann machen wir das doch hier unten. Sie haben eine neue Insel entdeckt. Echt? Jawohl. Wo war jetzt das andere? Ich habe schon wieder vergessen. Och, komm schon, wo war denn das? Ach hier. Ich weiß nicht, wollen wir das hier machen? Hier hinten noch so ein bisschen Industrie. Ja komm, ist ein bisschen weiter abseits, dann können wir das doch hier machen. Die Werkzeuge Diese reichen. Diese Baupläne könnten euch nützen. Hm. Werkzeuge reichen eh noch nicht, aber für eine Köhlerhütte, wie gesagt, und hier unser kleines, unsere Mine, die, dafür reichen sie schon. Seht nur, welch bedeutender Fund. Ich schaue mir gleich mal an, lieber. Ein hochwertiges Ersatzsiegel, na toll. Ist ja nicht das, was wir gerade verkauft haben, aber... Nee, ist sogar genau das, was wir verkauft haben. Na gut, ist ja, ja nicht so schlimm. Für 60 Tonnen ist das ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht. Ich möchte aber auch ungern den Korsaren treffen, dann müssen wir dann Geld zahlen, damit er uns nicht sofort angreift. Ist am Anfang leider notwendig, was ist das? Seid ihr der Bote, der mir die Waren für mein Experiment? Nein? Oh. Okay. ich glaube, dann hat sich das Ganze schon erledigt. Wir werden hier machen. Dann bauen wir hier Gewürze an. Eine Produktion und hier unten. Kommt zum Erliegen. Geil ist nämlich, dass wir hier dann nämlich noch einen Erfinder haben. Naja, was heißt noch ein Erfinder, aber noch jemand, noch so eine, ja, noch so ein Sondergast hier. Der Izmir. Der macht auch gefährliche Experimente, kann auch mal schief gehen. Aber dann können wir hier unten nämlich schön Gewürze anbauen, die, gut, hier ist ein Fluss, aber so wirklich grün darum sieht es nicht aus. Naja, gut, okay, dann müssen wir die Insel selbst begrünen. Und hier unten, hat uns überhaupt noch einer was verkauft? Nö, was ist denn los mit euch? Warum verkauft ihr uns denn nichts mehr? Oh, hier ist das erste Korsarenschiff, sehe ich gerade auf der Karte. Glaub mir, ich denke dabei sicher nicht an mich. Ja, willst du mich verarschen? Dieses Geld wird dem Volke zugutekommen. Ja, aber nur noch einmal, meine Liebe. Ja, du hast recht. Andernorts jagt man die Landesherren in Schimpf und Schande vom Hof. Mich hingegen empfängt das Volk mit offenen Armen. Nun, da hast du ja Glück gehabt. Engelsgesang, sagst du? Wirklich? Dabei bin ich doch gerade erkältet. Ja, Engelsgesang, boah. Könntest du vielleicht... Ach, du bist erkältet, schade. Unsere Nachforschungen haben zu neuen Geil. Erkenntnissen geführt. So, der... Was ist das denn für ein geiler Scheiß, ey? Geduld ist der Schlüssel zur Weisheit. Ihr solltet diesen Bauplan unbedingt nutzen. Der hat uns jetzt tatsächlich den Bauplan für die große Werft. Große Schiffe können hier vom Stapel laufen. Wir können aber noch... Das ist aber keine orientalische, ne? Das ist keine orientalische, gut. Dann bringe ich das Ganze mal nach oben. Es gibt nämlich auch orientalische Werften. Aber das ist ja richtig geil. Da haben wir gleich eine
fette Werft, für die wir gar nichts bezahlen müssen. Machen wir den Wegberg, ist näher. Da stellen wir auch schon fast Werkzeuge her. Plus 80 haben wir nur noch. Na gut, wir haben natürlich auch gerade Werkzeugproduktion am Laufen oder versuchen es gerade einzuführen. Da kann das Ganze schon mal ein bisschen mehr, länger dauern. Gut, guck, da seht ihr schon, der Korsar greift andere Schiffe an. Der Live hier ist das in dem Fall, glaube ich. Der hat also nicht dem Korsaren Geld gezahlt, damit die einen erzwungenen Handelsvertrag, Friedensvertrag haben. Man kann sich auch mit dem Korsaren verbinden, werden wir auf jeden Fall machen. Ob das die anderen Spieler machen können, weiß ich gar nicht genau.